Ich bin Vincent Deschner, Hörakustiker bei My Second Ear und zeige Ihnen heute, wie Sie den Fehler am Hörgerät eingrenzen können. 5 Schritte dazu jetzt. Als erstes müssen wir wissen, es gibt verschiedene Hörgerätetypen. Wir haben in diesem Fall ein RIC-Gerät. Dieses sieht so aus. Es hat einmal einen Körper mit einer Mikrofoneinheit, ein Kabel mit einer Steckverbindung und eine Lautsprechereinheit, die direkt im Gehörgang liegt. Hier können wir die Fehlerdiagnose zu Hause schon mal eingrenzen. Schritt 1. Wir fangen einmal an, unser Smartphone in die Hand zu nehmen und zu überprüfen, ob die Hörgeräte in der App noch erkannt werden. Kommt ein Signal? Wird überhaupt etwas erkannt? Fangen wir einmal an und nehmen unser Smartphone in die Hand. Hier überprüfen wir bitte einmal in der Hörgeräte-App, ob das Hörgerät noch erkannt wird. Wird es erkannt? Wunderbar. Jetzt schieben wir einmal die Regler hoch und runter und überprüfen am Ohr, welches Signal ankommt. Kommt ein klares Signal oder kommt ein verzerrtes Signal? Schritt 2. Kommt kein Ton an und wir hören gar nichts, auf einer Seite beispielsweise, gehen wir bitte direkt zu Schritt 3 weiter. Dies können Sie unten in den Kapitelmarken direkt anklicken. Es kommt Ton, aber ich höre Verzerrtheit, ich höre ein Brummen, ein Rauschen. Hier müssen wir weiterschauen. Jetzt überprüfen wir am Hörgerät selber, wo eventuell der Fehler liegen könnte. Wir nehmen uns zunächst das Hörgerät einmal in die Hand und überprüfen die Kabelverbindung. Gerne auch am Ohr, einmal am Hörgerät wackeln, ob hier eventuell ein Wackelkontakt vorliegt. Zunächst wollen wir überprüfen, ob eventuell eine Hörereinheit defekt ist. Dazu möchten wir einmal die Hörereinheiten rechts und links tauschen. Wie das an Ihrem Hörgerät funktioniert, finden Sie einmal hier oben verlinkt. Jetzt tauschen wir einmal die Hörereinheiten rechts und links durch, um zu überprüfen, ob es lediglich an der Hörereinheit liegt. Somit nehmen wir die Hörereinheit des Gerätes, das funktioniert, an das vermeintlich defekte Gerät. Stecken diese ein und setzen das Hörgerät einmal auf. Der Hörertausch war erfolgreich und wir haben herausgefunden, dass lediglich die Lautsprechereinheit defekt ist. Wunderbar! In unserem Online-Shop können Sie sich die Hörer aller gängigen Hersteller bestellen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die richtige Hörereinheit zum richtigen Hörgerät bestellen, mit der entsprechenden Länge und der entsprechenden Stärke, die Sie benötigen. Pro-Tipp: Sie bestellen sowieso bei My Second Ear. Bitte bestellen Sie sich doch gerne Zerumenfilter, Schirmchen sowie Abstützung direkt dazu. So sparen Sie sich den doppelten Versand. Mein Hörgerät gibt immer noch keinen Ton von sich. Nun müssen wir weiter kontrollieren. Nun kontrollieren wir einmal Schirmchen und Zerumenfilter. Hierfür nehmen wir uns das Hörgerät einmal vor uns, schauen es uns an, schauen einmal das Schirmchen an und nehmen dieses ab. Es geht manchmal etwas schwierig, am besten etwas seitlich kippen. In diesen Schirmchen sammelt sich oft etwas Zerumen. Diesen können wir mit diesem Pusteball ganz einfach auspusten. Den entsprechenden Pusteball habe ich Ihnen in der Videobeschreibung verlinkt. Wir nehmen den Pusteball, setzen ihn einmal am Stutzen des Schirmchens an und pusten durch. Nun wissen wir, das Schirmchen ist frei. Gehen wir zur nächsten Fehlerquelle. Das ist der sogenannte Zerumenfilter. Nehmen wir uns einmal die Hörereinheit, schauen Sie uns an. Hier am Hörerstutzen, ich zeige das einmal mit einem Kugelschreiber, ist ein weißer Filter. Dieser sieht bei jedem Hörgerätehersteller etwas anders aus. Die Videos für die entsprechenden Filter haben wir Ihnen einmal verlinkt. Zur Sicherheit sollten Sie in jedem Fall diesen Filter austauschen. Sie sind sich unsicher, welcher Zerumenfilter für Ihr System der richtige ist? Auf unserer Website sind alle gängigen Filtereinheiten aller gängigen Hersteller gelistet. In der Produktbeschreibung haben wir einmal hinterlegt, welche Hörer zu den entsprechenden Zerumensystemen kompatibel sind. Ihr Hörgerät funktioniert wieder perfekt. Ihr Hörgerät funktioniert trotz dieser Fehlersuche leider nicht. Gehen wir weiter zu Schritt 4. Schritt
Schritt 4. Überprüfen der Lademöglichkeit. Wir unterscheiden immer zwischen Batteriegeräten und Akkugeräten. Batteriegeräte sollten stets eine frische Batterie haben. Diese wird circa im Wochentakt ausgewechselt. Bei Akkugeräten können wir einmal die Lademöglichkeit überprüfen. Nun überprüfen wir die Lademöglichkeit. Wir nehmen uns dazu einmal die Ladeschale vor uns, schauen, ob die Steckverbindung richtig sitzt. An den meisten Ladeschalen gibt es einen sogenannten Lichtindikator, der zeigt, ob das Kabel richtig steckt. Nun wackeln wir auch einmal an dem Kabel. Sehen wir keinen Lichtindikator, sollten wir im besten Fall das Kabel einmal austauschen. Die Ladeschalen der gängigen Hörgerätehersteller haben Micro-USB sowie USB-C Ladekabel. Bitte tauschen Sie dieses Kabel einmal aus, um zu überprüfen, ob das Kabel richtig funktioniert. Nun schauen wir einmal in die Ladeschale hinein. Dazu öffnen wir diese einmal und schauen, ob die Geräte ein entsprechendes Licht anzeigen. Dieses bedeutet, dass die Geräte geladen werden. Zeigt das Gerät ein solches Licht nicht, sollten wir die Steckplätze einmal austauschen. Wir nehmen somit beide Geräte einmal hinaus und stecken sie verkehrt herum rein. Nun haben wir die Steckplätze rechts sowie links durchgetauscht. Wenn nur eine Seite leuchtet, ist die Ladeschale teilweise defekt. Die Ladeschalen aller gängiger Hersteller haben wir auf mysecondear.de gelistet. Schritt 5. Wir konnten den Fehler leider nicht beheben. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Entweder unter unserer Telefonnummer oder service@mysecondear.de. Schreiben Sie uns gerne in die E-Mail Ihre genaue Fehlerdiagnose rein, Ihren Namen und eine Telefonnummer, auf der wir Sie erreichen können. Sie sind bereits Kunde bei mysecondear? Gerne bieten wir unseren Leihgeräteservice an. Schreiben Sie uns dazu einfach in die E-Mail eine kleine Notiz. Hörgeräte sind kleine Wunderwerke der Technik. Kleine Minicomputer. Selbstverständlich deckt dieses Video nicht alle Szenarien ab. Wir bei mysecondear stehen für transparente Preise. Den Link zu unseren Hörgeräten finden Sie einmal unten in der Videobeschreibung. Die Preise sind pro Ohr und davon können Sie Ihren Krankenkassenzuschuss einmal abziehen. Sie sind überzeugt von unseren Dienstleistungen? Mit dem zweiten Link in der Videobeschreibung gelangen Sie zu unserem Empfehlungsprogramm. 100 Euro sparen beim Kauf eines neuen Hörgerätes sowie 100 Euro für die Person, die empfohlen hat. Weitere Videos über Hörgeräte finden Sie auf unserem Kanal. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die kleine Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Ich bin Vincent Deschner von mysecondear. Bis zum nächsten Mal.